Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch nochmal ein Küchendesign, und zwar seht ihr das schon hier. Und ich würde sagen, ich zeige euch das erstmal, bevor ich es baue. Und wir haben hier am Anfang erstmal so eine Art Tresen, wo man jetzt hier auch noch Stühle vielleicht hinstellen könnte. Und dann haben wir hier so eine coole, ich weiß nicht, so eine Tresentür halt, die man so hochklappt. Ich weiß gar nicht, wie die in Wirklichkeit heißen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und dann haben wir hier drin eigentlich alles, was man so in der Küche braucht. Wir haben hier direkt einen großen Kühlschrank. Mit allem drum und dran, dann haben wir hier so ein bisschen Arbeitsfläche und natürlich auch Kochbücher. Hier vor dem Fenster sind noch so ein paar Kräuter, die wir vielleicht benutzen können. Und dann haben wir hier natürlich auch eine Werkbank. Wir haben hier Platz für irgendwelche Tränke, die man hier brauen kann. Wir haben hier Licht. Wir haben hier so eine Art Schubladen. Wir haben hier auch Wasser. Beziehungsweise wir haben sogar kaltes und warmes Wasser. Ihr seht schon, hier ist ein bisschen was verdunstet und hier kommt auch Rauch hoch. Ziemlich cool. Davor hängen dann so ein paar Handtücher. Dann haben wir hier so alles mögliche an Öfen, das man brauchen kann. Wir haben hier oben noch ein paar Regale quasi, wo man Dinge reinlagern kann. Dann haben wir in der Mitte so eine Kochinsel mit einem Kuchen. Hier dann noch mehr Stauraum quasi, beziehungsweise Schubladen, eine Enderkiste und sogar eine Dunstabzugshaube. Und ja, das ist eigentlich eine ziemlich coole Küche und natürlich ist die sogar nicht nur hübsch anzusehen quasi, sondern auch funktional. Also ihr könnt die auch in eurem Survival-Haus quasi bauen, weil ihr hier tatsächlich dann auch alles habt. Ihr könnt hier brauen, ihr habt was zum Craften, ihr könnt hier Sachen braten, ihr habt hier Wasser, ihr habt natürlich auch Stauraum für alles Mögliche. Ziemlich cool. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem Nachbauen. Und die Grundfläche dafür, also dieses schwarz-weiß karierte hier, ist 7x7 Blöcke groß. Beziehungsweise wenn ihr noch die Mauern dazu nehmt, ist es natürlich jeweils nochmal auf jeder Seite ein Block größer. Und das erste, was ich mache, ist immer die Fenster. Und zwar haben wir hier einmal geradeaus durch quasi ein Fenster in der Mitte. Das ist 2x3 Blöcke groß und ich habe hier das schwarz getönte Glas genommen. Und dann haben wir auf der linken Seite nochmal ein kleines Fenster mit 2x2 Größe. Und das ist dann ein Block weg quasi von der Kante. Und daneben bauen wir jetzt als erstes mal den Kühlschrank. Dafür nehmen wir einfach viermal den Smooth Quartz Block und platzieren dann oben drauf nochmal so zwei Treppen auch vom Smooth Quartz, so links nach rechts und dann links und rechts. Und dann können wir dann noch zwei Eisentüren vorstellen. Beziehungsweise müsst ihr gucken, dass sie auch sich richtig verbinden, dass die Griffe quasi in der Mitte beide sind. Und dann habt ihr den Kühlschrank zum Beispiel schon mal fertig. Das nächste, was wir dann machen, ist, wir nehmen dieses entrindete Holz, beziehungsweise das Eichenholz, und das stellen wir dann hier hin einmal. Dann kommen zweimal Bücher, das sind dann so quasi die Kochbücher. Dann könnt ihr hier in die Ecke ein Crafting Table stellen und dann platziert ihr hier am besten nochmal eins von diesen, ja, von diesem entrindeten Holz quasi. Was wir dann noch machen, sind hier einmal zwei solcher, ich weiß gar nicht, wie die Steine heißen, Smooth Stone, beziehungsweise dieser gebrannte Clean Stone quasi, den stellen wir jetzt zweimal hin. Und dann machen wir hier vorne noch so ein kleines Regal, wo dann später noch ein paar Items raufkommen. Beziehungsweise können wir das auch jetzt direkt machen und zwar brauchen wir dafür einen Braustand und auch eine Laterne. Die müsste hier irgendwo sein, ja, da haben wir's. So, und den Braustand stellt ihr dann hier in die Ecke und da oben drauf dann auf die andere Seite die Laterne. Und wenn ihr jetzt möchtet, dass es so wie hier vorne aussieht, dass da quasi so Fläschchen drin hängen, dann müsst ihr da noch einfach Tränke reinstellen, beziehungsweise könnt ihr auch leere Flaschen dafür nehmen. Dafür nehmt ihr einfach dann drei von den Sachen, die ihr da halt reinstellen möchtet und tut die dann hier rein quasi, beziehungsweise alle auf seinen eigenen. Und dann sieht das halt so aus, als würden da tatsächlich Flaschen drin stehen, das ist ziemlich cool. Und jetzt zeige ich euch, wie man diesen coolen Effekt macht, dass es so aussieht, als wäre das tatsächlich eine Schublade. Und zwar braucht ihr dafür drei verschiedene Sachen. Und zwar braucht ihr zum einen Bilderrahmen, die hier sind. So. Dann braucht ihr Eichenschilder, beziehungsweise könnt ihr euch das Schild eben aussuchen, aber ihr braucht halt ein Schild. Und dann braucht ihr noch weißen Teppich. Und dann platziert ihr hier zweimal jeweils den das Item-Frame gegen, beziehungsweise den Bilderrahmen. Und dann tut ihr da einen Teppich quasi rein und der würde jetzt normalerweise so aussehen. Und dann macht ihr einfach Rechtsklick, solange bis er halt auf der oberen Seite quasi ist. Und dann könnt ihr da einfach gegen den Block nochmal, hoppala, so. Dann müsst ihr auf diesen Rand quasi gucken, wo halt der Bilderrahmen nicht mehr ist. Und da könnt ihr dann mit Rechtsklick eben Schild dagegen platzieren. Und dann sieht das Ganze so aus, als wären das so kleine Schubladen. Das ist auch ziemlich cool. Und das nächste, was wir jetzt machen, sind die Wasserkessel. So, brauchen wir dafür zwei Kessel. Wir brauchen Wasser und wir brauchen auch Lagerfeuer, das ist hier unten. Und dann machen wir hier diesen Block einmal weg und stellen dann da irgendwas anderes hin, so. Und dann kommt hier nämlich der Lagerfeuerblock hin. Und da oben drauf kommen dann zwei Kessel jeweils. Und dann machen wir da Wasser hin. Und wie ich das eben schon gezeigt habe, hier vorne ist ja das Wasser so ein bisschen verdunstet schon. Und das kriegen wir hin, indem wir eben eine von den leeren Fläschchen nehmen. Und dann einmal Rechtsklick auf diesen Trichter machen, weil dann nimmt man quasi Wasser raus. Und so sieht es dann aus, als wäre da ein bisschen weniger drin und als würde das gerade verdunsten. Das ist auch ziemlich cool. Und als Handtücher, die wir davor hängen, nehmen wir dann einfach weißen Banner. Den können wir dann da mit Shift und Rechtsklick gegenstellen und dann sieht das aus, als würden die Handtücher da hängen. Auch ziemlich cool. Und als Wasserhahn können wir dann einfach, wie oft, einen von den Schaltern nehmen. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Was wir dann noch machen, ist hier so die Seite mit der Dunstabzugshaube, mit den ganzen Öfen und mit dem Lagerraum hier oben quasi. Also nehmen wir dafür eben die
Barrels bzw. die Fässer und platzieren da drei von an der Decke. Und was ich dann immer noch mache, ist da oben drauf nochmal eine Reihe Falltüren. Dann sieht das Ganze nämlich so ein bisschen stabilisierter aus. Eigentlich auch ziemlich cool. Hier in der Ecke machen wir dann zweimal diesen Cleanstone wieder. Und dann können wir nämlich hier vorne die Dunstabzugshaube hinbauen. Und zwar nehmen wir dafür Stufen aus Cobblestone oder aus Pflasterstein oder Bruchstein und platzieren zwei so rum. Und dann wie beim Kühlschrank auch, halt drauf, auch nochmal so eine kleine Pyramide. Und dann sieht das eben so aus wie so eine Dunstabzugshaube. So, dann holen wir uns nämlich einmal die verschiedenen Öfen. Beziehungsweise je nachdem, welche Öfen ihr benutzen wollt, könnt ihr natürlich auch nur den nehmen. Aber ich benutze jetzt mal alle. Und dann machen wir jetzt erst einen normalen Ofen hin, dann so ein Blast Furnace und dann den Smoker, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, ich glaube, den Raucher, keine Ahnung, ich weiß es tatsächlich nicht. Und oben drauf kommen dann zwei Detector Rails, die sehen nämlich so aus, als wäre da so eine Herdplatte in der Mitte, das ist auch ziemlich cool. Und was ich dann noch hier in der Ecke gemacht habe, sind die Seegurken, und zwar habe ich davon drei dahingestellt, das sieht nämlich so ein bisschen aus wie so eine, ja, wie so eine Ansammlung von Gläsern, die man hier gerade irgendwie gewaschen hat oder sowas. Und ihr könnt halt euch aussuchen, wie viele ihr hinstellen wollt. Also 1, 2, 3 oder 4 geht auch. Ich lasse jetzt hier mal 4, das sieht eigentlich ganz cool aus. Dann sieht das eben so aus, als würde man die gerade irgendwie waschen oder sowas. Das ist ziemlich nice. Und was wir dann noch machen, ist hier vorne nochmal einen Cleanstone hin. Und da oben drauf habe ich jetzt eine Ender Chest gebaut, weil ich die eigentlich immer in der Küche habe. Ist eigentlich ganz praktisch. Und was wir dann noch machen, ist dieser Tresen hier vorne. Der ist auch gar nicht so schwierig. Wir brauchen dafür eigentlich nur wieder den Cleanstone und davon die Halbsteine. Dann brauchen wir zwei Zäune und eben so eine Trapdoor. Und dann platzieren wir da, wo der Kühlschrank ist, 2. Auf der anderen Seite dann 4, machen dann da diese Trapdoor hin und platzieren hier und hier einen Zaun und dann jeweils bis zum Zaun nochmal die Halbsteine und dann sieht das schon so aus. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist diese Kochinsel, die ist auch ziemlich einfach. Dafür platzieren wir nämlich hier erstmal einen Block hin und platzieren dann hier eine Treppe quasi aus dem Smooth Quarz und machen dann jeweils hier auf jede Seite nochmal ein und dann sieht das nämlich so aus, als würde das so, ja, ein bisschen schweben und hätte in der Mitte nochmal diesen zentralen Block. Ich kann euch das mal umgedreht zeigen. Also theoretisch ist es jetzt so, dass wir halt die alle so miteinander verbinden wollen. So nämlich. Und umgedreht sieht das dann, wie gesagt, eben so aus, als wäre das in der Mitte so der Fuß, auf dem alles steht. Und da oben drauf stellen wir dann den Kuchen. Was ich dann noch gemacht habe, oder was man dann noch machen kann, ist natürlich, dass man noch so eine kleine Klingel da anbaut. Beziehungsweise so eine Glocke. Die kann man dann hier in die Ecke zum Beispiel machen. Und dann kann man daran läuten, wenn das Essen fertig ist zum Beispiel. Und was man denn hier vorne noch machen könnte, das habe ich nämlich hier gemacht, sind denn hier nochmal diese Schubladen. Also dafür nehmt ihr dann wieder einfach genau dasselbe wie hier vorne. Ihr nehmt dann hier die Schilder und die Itemframes und den weißen Teppich. So. Dann macht ihr hier eben wieder überall die Itemframes hin, dreht den Teppich um. So. Und dann platziert ihr dagegen nochmal die Schilder, damit das eben wieder dieses Schubladenfeeling quasi hat. Was ich dann noch gemacht habe, ist vor den Fenstern so ein paar Blumentöpfe. Und dafür braucht ihr dann einfach Grasblöcke, ihr braucht dafür die Falltüren und dann eben die Blumen, die ihr da hinstellen möchtet. So. Und dann geht ihr nämlich einfach vor die Fenster quasi und platziert dann genau vor die Fenster jeweils Blöcke, je nachdem wie groß das Fenster ist. Und macht dann da drumherum so Falltüren, das sieht dann aus, als wären das so Blumenkästen oder Blumentöpfe, große. So. Und da stellt ihr dann einfach die Blöcke rauf, die ihr quasi so als Kräuter nehmen wollt. Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen Gras und so ein bisschen weiße Blumen quasi. Und dann ist eigentlich das Ganze schon fertig. Was ich dann noch gemacht habe, ist noch einen kleinen Blumentopf gemacht mit Bambus. So. Aber das ist eben euch überlassen. Ihr könnt das auch lassen oder ihr könnt dann eine andere Blume hinbauen, wie ihr möchtet. Und das wäre dann die ganze Küche. Und ich hoffe, die hat euch gefallen. Und wie gesagt, die ist relativ funktional. Könnt ihr natürlich auch perfekt im Survival benutzen. Ihr habt ja alle Öfen, die ihr braucht. Ihr habt wirklich alles, was man in der Küche eben so brauchen könnte. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Küche in die Kommentare. Und ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, es hat euch was gebracht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.